Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich verbringe heute einen Tag mit einer Dame, die kenne ich schon lange, und zwar über 10 Jahre. Ich war mit ihr zusammen bei Promi Big Brother und sie ist Musikerin, sieht gut aus, hat früher auch Erwachsenenfilme gedreht. Ihr neues Album ist da, Schlechte Manieren. Deswegen verbringe ich heute einen Tag mit Mia Julia. Mia sollte gleich da sein, was heute nicht passieren darf. Es gibt eine Überraschungs-Release-Party und ich habe total Angst, dass ich mich verquatsche. Ich habe besonders Angst, dass der da sich verquatscht oder es irgendwas Dummes ist. Ich hoffe nicht, und dann gibt es nachher eine große Überraschung mit viel Tränen. Oh, schön. Na du? Wie ist es? Sehr gut. Schön, dich zu sehen. Guck mal, für dich habe ich direkt das. Geil, hallo. Herzlich willkommen hier bei Hey Arm. Ja. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen, aber das ist gar kein Problem. So siehst du aber auch aus. War gut oder sind wir mal ehrlich, so typisch fernsehmäßig, so 30 Mal die gleiche Frage und jede halbe Stunde das gleiche? Nee, ging wirklich. Es ging auch ziemlich flott, aber ich kam mir vor allem wie so ein Vampir, der einfach gleich zerbröselt, war ultra hell, ultra übermüdet. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich würde sagen, wir fahren und dich jetzt nach Hause. Wie lange warst du nicht da? Ich weiß es wirklich gar nicht. Also ich glaube, so richtig zu Hause waren wir vor 3 Monaten. So richtig mit mal so richtig zu Hause sein. Und da, ich glaube, kennst du noch die Adresse? Ja, mit viel Überlegen kriegst du es hin. Wir stehen da hinten, ab und ihr mit? Achso, komm, ich bin Gentleman. Oh. Achtung, hoffentlich stirbt kein Kameramann. Hopp, hopp, hopp. So, dann nehmen wir ganz wichtig die Kopfhörer. So. Die sollen nicht geklaut werden. Was ist denn da drin? Das ist Mias Box. Das ist die Box, aber die hat schon... Dein neues Album? Schlechte Manieren? Ist heute raus. Schon zerdengelt. Ist heute raus. Du sollst Werbung machen, sagt Peter. Ja, aber sowas von. Wir kennen uns jetzt schon 10 Jahre, weil wir waren zusammen bei Promi Big Brother. Zwei mögen sich ganz besonders. Aaron und ich, das ist witzig. Und dann lachen wir viel und dann geht es mir auch nicht so schlecht. Dann denke ich nicht so oft an meinen Mann. Ich habe damals gewonnen, du nicht. Wollte ich einfach noch mal festgehalten haben. Aber dafür hast du eine Challenge verkackt. Das stimmt, aber die 100.000 Euro Siegprämie haben es weggemacht. Aber kurz die wichtige Frage, wenn man dich jetzt nicht kennt, ja? Ja. Und man müsste dich vorstellen, wie würdest du dich selbst vorstellen? Mein Name ist Mia Julia und ich bin Entertainerin, Künstlerin, Erotik. Darf man Porno sagen? Ja, bei mir darfst du alles sagen. Darf man geil. Ich habe einen Venus Award als bester Reporter. Eigentlich ist mein Ziel, ich will das Video nennen, Micaela und Mia ziehen blank. Deswegen müsstet ihr mal die Brüste zeigen. Bitte. Ich weiß. Ja. Das ist echt okay. Ja, scheiß auf Grimme-Preis. Wann hast du angefangen? Ich hatte meinen ersten Dreh 2010. Das sind 13 Jahre her. 2010 erster Dreh. Wie war die Entwicklung? Weil jetzt eine Zeit lang, oder sagt man vielleicht immer noch, warst du ja die Malle-Queen? Du bist Bierkönig, wa? Okay. Ah, ich bin Megapack-Fan. Naja. Naja. Haben wir beide wenigstens im Video genannt. Du bist halt ein bisschen versnobbt, aber ist okay. Warst du sehr beliebt bei deinem Porn? Ich weiß es nicht. Also ich war damals das Aushängeschild für Magma-Film. Und Magma-Film war damals Deutschlands größtes Label. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt anfangen würde, ja, und bei Magma-Film drehen würde? Gibt's nicht mehr. Ja, okay, sagen wir es. Was hätte man verdient? Sind wir da so am 100 Euro für eine Szene oder sind wir bei... Ich kann es gar nicht einschätzen. Kurz weiter. Es ist traurig. Es war gestaffelt. Ich glaube, eine Solo, also wenn ich es mir selber mache, waren, glaube ich, 150. Normaler Sex waren, glaube ich, 250. DP oder ein Dreier, Vierer, wie auch immer, waren, glaube ich, 300. Boah. Also gar nicht viel. Wenn du jetzt mal überlegst heutzutage, du hast ja auf Instagram eine Reichweite, du nimmst jetzt das Wasser in die Hand und sagst, voll lecker, da kriegst du ja mehrere tausend Euro für. Ja. Wie oft standest du davor insgesamt, so, bevor Malle und so? Sagen wir mal insgesamt, in deiner Karriere, wie oft hast du schon gedacht, ich höre mit dem ganzen Scheiß auf? Oft. Warum machst du denn noch weiter? Weil ich es lieb, weil meine Fans und auch die Mucke, auch das, also das ist ja wirklich ein Geschenk, sowas zu machen. Mhm. Und ich will da nicht undankbar rüberkommen. Und wenn ich jetzt irgendwie nachgib, dann ist das ein Aufgeben. Und bei mir gibt es kein Aufgeben. Also, auch wenn im Kopf manchmal so ist, so, ey, fuck you, ich hasse diese Menschen einfach, die mich gerade ficken, also im Bösen ficken, die einfach gerade mein Leben kaputt machen wollen. Da war schon oft so keine Lust mehr darauf, aber dann ist so diese Teufelshörner fährt da, wo ich sage, ihr kriegt mich nicht kaputt. Der Rest ist ja eigentlich schon Geschichte, weil ich kannte dich ja bei Promi Big Brother nicht, muss ich sagen, du kamst rein. Ich dich auch nicht. Ja, ist ja neben, ich kannte keiner. Ich glaube, die dachten, hey, was, hat sich der Praktikant reingesetzt, was ist da los? Und
Der Rest, darüber reden wir später. Jetzt sind wir mitten in der Wohnung, in deinem Heiligen. Genau, wir waren jetzt seit, ich glaube, seit Juli auf jeden Fall nicht mehr da. Wie lange bist du jetzt da? Ja, bis du halt wieder gehst. Wirklich? Und dann ist wieder? Ja, dann bin ich wieder weg. Wo geht's denn hin? Morgen habe ich 4 Auftritte, also heute erstmal Release Party. Also bei heute Universal. Ist dein Album rausgekommen. Heute ist mein Album rausgekommen. Guck in die Kamera und mach so einen geilen Move. Heute ist mein Album rausgekommen. Marketing, da musst du den Namen sagen. So, schlechte Manieren ist am Start. Und nee, das machen wir nochmal. Schlechte Manieren ist am Start. Mein neues Album, Schlechte Manieren, ist jetzt am Start. Also. Kauft es euch, ladet es euch runter. Peter Pan ist drauf. So. Ich muss dir so Schilder geben, wie beim Shopping-Dings. So, jetzt kommt man Ja, heute Nacht auf jeden Fall dann Release-Party bei Universal. Ja. Und dann morgen 4 Auftritte. Und dann? Sonntag? Und dann Mallorca. Dann geht's wieder nach Malle. Mhm. Wie lange? Hast du auch eine Wohnung, Haus in Mallorca? Wir haben ein Haus auf Mallorca. Gemietet oder ist es dein Haus? Nee, Miete. Ach so. Warum nicht gekauft? Wir machen einen Spendenlink in dem Video geschneit. Nee, das wäre viel sinnvoller, was zu kaufen, aber wir haben tatsächlich nichts Geiles gefunden. Was war dein größtes Konzert? Mein größtes Konzert, mein eigenes? Ja. Mein eigenes war Köpi Arena, Oberhausen. Wie viel? Wie viel waren das? 8000? Was ist das für ein Gefühl, wenn 8000 Leute nur wegen einer Person kommen? Also wegen dir? Also, es gibt ja in Deutschland Events, da stehen wir so vor 45.000. Ja, aber okay, die sind ja auch alle dann wegen. Genau, wegen allen. Genau, also es ist so durchgemischt, ja. Aber Köpi Arena damals, 2018 war das, das ist schon krass. Das ist halt schon so richtig fett 8000. Und riesig und schon viele Menschen. Also 8000 schon. Wer ist denn der Schlager, Schlagerinnen, wenn es richtig ist, King? Was sagst du, wer nimmt dir die Butter vom Brot, weil er einfach stark ist? Naja gut, richtig Schlager ist ja Helene Fischer. Ich bin ja kein richtiger Schlager. Ich mache ja Partymucke. Ja, Partymucke meinte ich auch. Also du meinst Genre Partymucke? Ja, Partymucke. Bist du die Queen? Sagst du die Queen? Ja, will ich schon. Also ziehst du dich noch aus? Nein. Also ja, aber nicht auf der Bühne. Nicht mehr auf der Bühne? Nee, okay, dreh ab, es ist schon vorbei. Nee, es war wirklich so, dass die Fans gesagt haben irgendwann so, du hast es gar nicht nötig, bla. Und ich so, hä, es hat nichts mit nötig haben zu tun, ich hab da Bock drauf. Ja. Und es war dann wirklich so, am Anfang war das so ein Pusher, was Stimmung war. Ja. Und nach Big Brother war das ein Killer. Da war das dann so, okay, wir supporten dich, weil wir dich mögen, aber das brauchst du gar nicht. Und das war unangenehm. Also es war so, okay, krass, was passiert hier? Also es ist gekippt und dann habe ich so viele auch bei den Autogrammstunden mal so, mach lieber einen Song mehr. Okay. Also, ja, okay, dann mach ich halt einen Song mehr und die Klamotten bleiben an. Aber was ist denn das für eine Gangbang-Couch? Ja, du sagst es, das ist die Gangbang-Couch. Deswegen die ich Größe. Ich glaube, du hast eine große Klappe, hier war noch nie ein Gangbang drauf. Ich stehe jetzt mal wieder auf. Wenn ich euch bei der See, wann sehen wir euch im Sommerhaus der Stars? Gar nicht. Was ist in Sachen TV noch interessant oder eigentlich so Let's Dance? Da falle ich viel zu lang aus. Das können die mir nicht. Das geht nicht. Da falle ich. Wie lange fällt man aus bei Let's Dance? Ja, du bist schon 6 Wochen raus. Du bist 6 Wochen raus, das lohnt sich nicht. Training, sie hat ja. Ihre Bühnenshow geht ja auch eine Stunde. Das ist schon körperlich hart. Okay. Und dann noch das Training noch on top, so schwierig. Was ich mich ganz oft von dir lese, ist, dass du immer nie krank machst, sondern dein Körper irgendwann sagt, du bist jetzt krank. Ja. Also da lachst du aber. Ja, weil ich nie Urlaub mache oder so. Wir haben jetzt tatsächlich nächste Woche das erste Mal Urlaub während der Saison. Wie lange? Seitdem. 2 Tage? 6 Tage. Ganz wild. 6 Tage. Okay, wo geht's 6 hin? Tage. Sag mir nicht Mallorca. Das wird wir echt. Wir wissen es noch nicht. Deswegen habe ich auch für Sonntag noch keine Flüge, wenn wir mit den 4 Auftritten fährt. Wenn sie einen Monat ausfällt, sind wir da im 6-stelligen Schaden? Wenn sie jetzt einen Monat ausfällt, dann kannst du, dann sind das ja pro Woche mit Mallorca in allem drum und dran, sind das ja bestimmt 6 Shows pro Woche. Oder sagen wir mal 4 pro Woche safe. Das ist schon eine teuer. Woche wäre schon doof. Was war denn das, der größte Gig, den du hattest? Also so ein Gig, wo du sagst, boah, nie wieder. So ein Dorffest oder so, wo irgendwas? Da waren einige, glaube ich. Da sind voll viele, wo du einfach sagst, da gehe ich nicht hin. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass nur Veranstalter irgendwie so die Macht haben und sagen, dich buche ich nicht. Sondern auch ich als Künstler habe meinen Zettel mit roten Edding, wo ich sage, da gehe ich nie wieder hin, weil die einfach scheiße waren oder keine Ahnung, ich war. Das Dümmste beim Booking, außer dass der Clubbesitzer assi war? Todesabfuck war damals, als die Besoffene auf mich draufgefallen ist, wo ich dann auf Verdacht mit Querschnittslähmung im Krankenhaus lag. Wie kann eine Besoffene auf dich rauffallen? Ja, weil sie sich drum gekümmert haben. Eine Bühne, Empore, wo sie hätte nichts zu suchen gehabt und irgendwie hat sie sich da hochgeschlichen. Peter hat extra noch gesagt, alle runter, ja, machen wir. Und dann kamen die von oben so runtergeklappt und dann bin ich umgekippt
und war aber da. Also ich habe alles mitgekriegt, aber ich konnte nicht mehr reden. Also ich war ab Nase abwärts quasi querschnittsgelähmt. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht reden, ich konnte nur machen, mehr nicht. Und dann war der Arzt, die haben überall Nadeln reingedrückt, ich habe nichts gespürt. Ja. Und dann höre ich, wie er so hingeht, also ich lag so da und dann stand er so vor dem Bett und sagt so, ja, Herr Brückner, sieht schlecht aus mit Ihrer Frau, die ist wahrscheinlich querschnittsgelähmt. Und wow, ich lag das ist sehr da, einfühlsam, vielen Dank. Super einfühlsam. Und ich lag da so und dachte mir so, ist nicht dein Ernst? Und das war dann... Dann haben sie nochmal CT gemacht und gesagt, wir haben noch eine Chance, es gibt noch eine... Also es ist das ganz Schlimme oder es ist einfach, dass der Körper blockt, dann ist es wie so ein Rückenmarkstrauma, ja. Also so eine Prellung. Ja. Und dann blockieren die Nerven einfach, das ist eine Körperschutzhaltung. Ja. Also so 2,5, 3 Stunden war ich quasi gelähmt und alle dachten, das war's mit der. Und irgendwann haben sie dann nochmal so probiert, so, ob ich was fühle und dann kam auf einmal Gefühl wieder. Und dann bin ich wieder zurückgekommen quasi, so in meinem Körper. Und das Problem war dann einfach, dass... Alles, also meine gesamte linke Seite war also immer noch gelähmt so in der Art. Also ich konnte mein Bein nicht richtig heben, dann mein Arm hat durchgehend gekribbelt, ich konnte die Finger nicht so richtig bewegen. Nach 1,5 Jahren war es dann so schlimm mit Schmerzen, also ich habe wirklich jeden Tag nur noch geheult vor Schmerzen. Und irgendwann haben wir dann Gott sei Dank einen guten Masseur, Physiotherapeuten gefunden. Der hat mich hingerenkt, aber ich habe halt seitdem jeden Tag Kopfweh. Scheiße, so, also immer noch? Also ich habe immer so einen Druck, aber es ist okay, weil du gewöhnst dich halt dran. Aber es ist nie so wie früher und ich habe halt immer, ich kann... Oh, ich liebe aber sowas. Halt, man macht erst so und dann so, oh, geil! Ja. Und ich muss es machen, weil sonst blockiert es immer so. Und jetzt die wichtige Frage, wann habt ihr das Booking im Club nachgeholt? Nie wieder. Okay. Kurze Frage. Manche machen das so vom Babybauch oder von den Händen. Bist du das von hinten? Ja, das ist mein Geschlechtsteil, Arsch und so weiter. Ja, ist schön. Das auch? Das bin ich auch. Aber das ist halt alles schon ein bisschen älter. Also das war vor 12 Jahren. Das heißt, da war noch tüffig? Also ich glaube, wenn ich mir das drauf drücke, dann passt es ungefähr noch ungefähr. Okay. Ungefähr, ja. Es ist nicht so ein rapider Abbau bei mir, ja? Nein, ist doch okay. Es ist schon noch alles, für 36 ist das schon noch alles ganz okay. Wow, es ist aber eine schöne Wohnung. So wohnt Malestar Mia Julia. Ja. Was steht heute noch an? Ich gehe jetzt duschen. Super. Das ist krass, ich könnte jetzt den Witz machen, dann filmen wir dich ab und würde sagen, ja. Ja, ihr könnt euch hier hinsetzen. Ja, aber müssen wir wieso alles pixeln und so. Könnt ihr euch hier draufsetzen? Könnt ihr noch einen Stuhl oder kann ich das? Also ich habe ja damals schon alles bei Big Brother gesehen, dementsprechend. Ich glaube, deine Duschclips haben auch noch am meisten Klicks da. Ja, und deswegen. Also, fertig machen, dann zu Universal. Ich würde gerne noch hier so an diesem Mercedes-Benz-Platz-Dingens, weil da läuft gerade Werbung von mir durch. Ah. Das UCI leitet einer meiner besten Freunde, der beste Kino in Berlin. Ist wirklich ich so. Noch nicht. Okay. Ja, dann geh duschen und mach dich fertig und dann, warten dann wir. Hauen wir ab. Ich setze mich auf eure Riesencouch und schwelge in Träumen, was da so ging. Was da so alles passiert ist. Okay, ich hätte mit rechnen müssen, hab's aber nicht. Da wird es schwer, den Ton ranzumachen, muss man sagen. Ich weiß. Hey, du hast gesagt 30 Minuten. Alleine dein Outfit aussuchen waren 45. Gar nicht. Doch, aber ich muss sagen, der Schrank ist gut ausgesucht, der passt genau rein. Man muss jetzt auch sagen, das fällt mir jetzt auf, wenn man hier so lange wartet. Mia, hast du eine Jacke gefunden? Nimm. Das ist doch wie... Ich kann nicht nur die Jacke drüber ziehen, ich muss auch was richtig anziehen. Wofür denn? Wo ist denn jetzt das Problem? Wir wollen danach essen gehen. Ja, McDonald's ist okay. Nein. Also das heißt, ich hab halt alles auf Mallorca, gell? Oh nein, kein. Ach, Schränke voll, aber nicht zum Anziehen. Nimm doch die. Das sieht lässig aus. Dann gehe ich ein. Dann nimm die. Ich habe eine dünne Jacke, aber mein Arsch muss bedeckt sein. Das ist das Problem. Dann zieh doch einfach eine Jogginghose über. Nein. Hast du ein Problem mit dem Älterwerden? Nö, warum du? Nö. Also tatsächlich echt nicht. Auch wenn ein paar Leute irgendwie versuchen, einen so zu ärgern. Vor 10 Jahren sah sie noch anders aus. Ja, hoffentlich, weil dann wäre komisch. Ja, das ist halt so. Würdest du irgendwann notfalls auch zu Onkel Doktor gehen? Also noch stehen die. Mein Arsch steht auch. Was will man mehr? Alles steht, haben wir gerade geklärt. Also, noch geht, gell? Können wir los? Ja! So, hallo, das macht es. Komm, der Fahrstuhl ist da. Oh, mein Handy, wo ist mein Handy? Hat deine... Cool. Peter! Also man sieht, dass, dass es bei euch gut geht, so viel Tom Ford, wie Peter sich raufsprüht. Hat er gemacht? Was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt zum Mercedes-Benz-Platz. Wir fahren jetzt zum Mercedes-Benz-Platz? Der uns abholt, ist schon da. Hab ich schon gesehen. Aber hier! Yeah. Deiner.
Wuhu! Es ist aber ganz schön dunkel, Alter, und warm ist es hier. Wie ist denn das? Release Day zu haben, in einer Limo zu fahren, hättest du dir das vor 10, 12 Jahren gedacht? Ich hätte es mir tatsächlich gar nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich Alben rausbringe. Weil in unserer Szene bin ich die Einzige, die Alben rausbringt. Es gibt keine Künstler, die wirklich Alben veröffentlichen. Also genauso auch nicht auf Konzerttournee gehen. Also, und was macht das mit dir innerlich? Was macht es mit mir innerlich? Stolz, also ich, oder sagst du einfach, nee? Ich finde das jetzt geil, dass wir so zusammen alle, weil ich hätte es jetzt doof gefunden, wenn wir uns so stückeln. Und ich finde es geil, dass wir jetzt alle zusammen hier drin abchillen. Und es ist natürlich eine süße Überraschung. Ich meine, sowas wäre ja auch total doof, wenn man abgebrüht wäre und sagt, ja, was soll das? Ich habe da gerade jemanden kreischen hören. Echt jetzt? Ich bin irgendwo draufgetreten, glaube ich. Ja? Wie war es, dich gerade zu sehen? Das war echt crazy. Es fühlt sich gerade ein bisschen alles an wie ein Traum heute. Ja, doch. Das ist schon ziemlich cool. Aber man muss sagen, man sieht dich immer so 5 Sekunden wie eine gute Runde mit Peter, oder? Also wir sind hier vor Jahren mal hingefahren und dann sind wir hier lang gelaufen und Mia sagte, wie krass muss das sein, wenn du hier mal läufst. Und jetzt, ich glaube, dass wir auch in so einer Branche und Szene die Ersten sind, die hier auf dieser Werbefläche sind. Und das war gerade so, ich habe sehr mit den Tränen gekämpft gerade. Okay, aber jetzt motivieren wir uns als nächstes die Arena. Hopp, hopp, weiter. Aber natürlich. Hopp, hopp, weiter. So, wir sind jetzt bei Universal. Hier denkt Mia, ist ein RTL-Interview und so ein bisschen Prost, Prost, Prost. Dass es eine fette Party wird, weiß sie nicht. Und eigentlich soll das hier so echt Trauerspiel sein, dass sie denkt so, oh Mann. Happy Release Day! Woo! Hey! Woo! Yeah! Martin, danke Martha. Danke für alles, was die letzten Monate. Danke euch für alles. Mia gibt jetzt noch Interviews bei RTL. Denkt, das war die Release Party und wir gehen jetzt noch nett essen. Dann kommt die Überraschung. Und ich muss sagen, der Kollege von Universal, der hat echt durchgezogen. So eine Rede zu. Das ist ja wirklich eine Tankstellenparty. Wie geht's jetzt weiter? Also jetzt, komm, ich mache nochmal voll. Nee, auf keinen Fall. Nach dem Blumen und so gehen wir jetzt Döner essen auf Universal. Ja. Was ist los? Auf Nacken. Ja, also, es ist halt Freitag. Ja. Freitag hat keiner Zeit. Also ja, unsere ganzen Künstlerfreunde sind am Arbeiten. So, die sind alle gebucht und es ist auch um die Uhrzeit, es ist jeder am Arbeiten, keine Chance. Aber bevor man gar nichts macht und... Genau. Wir haben ja noch keine Chartplatzierung, es ist ja nur die Release-Party. Ja, genau. Okay. Das Ding ist, ich genieße Ruhe auch mal, weil wir jeden Tag Rambazamba haben und ich mag es dann, wenn einfach Leute so um mich rum sind, die ich mag, die ich schätze. Alle haben und dann auch so einfach geil essen gehen. Es ist für mich manchmal mehr wert als einfach ein lauter Laden, wo ich nicht mehr reden kann. Ich habe sie gefragt, also ich habe sie ja gesagt, sorry, mehr geht nicht. Also mehr geht an einem Freitag eben nicht. Ja, ist ja auch alles okay, aber ey, dass ich gerade vor Aaron so blöd da stehe, das ist für mich gerade. Habe ich also alles richtig gemacht, ja? Du hast alles richtig gemacht. Typisch Fahrradfahrer in Berlin. Das ist typisch, ja. Typisch Fahrradfahrer in Berlin. Finch würde hinterherlaufen. Ja, Finch, ja, aber der mit seinem dicken Bauch kommt dann die ersten 5 Meter und dann ist er weg. Mensch, da habt ihr aber eine schöne Box bei Universal gemacht. Die ist schon schön, gell? Übergröße. Ja, wie teuer ist sie? Die ist jeden Cent wert. Ja. Genau. Ja, okay. Da gibt's nicht und, teuer, und das ist auch gar nicht teuer für den Inhalt. Ja, was gibt's denn alles? Also, wir fangen klein an. Sticker, Kartenspiel, wo ich drauf bin. Peter, was willst du sagen? Dann gibt's. Augen. Also hier. Okay, hier so es interessiert mich auch gar nicht, ehrlich gesagt. So, Peter, mein Make-up. Ist egal, das ist jetzt vollkommen wurscht. Reiß dich doch einfach jetzt einmal zusammen. Ich mach nicht auf meinen. 3, 2, 1. Willkommen auf deiner Release-Party. Das ist gerade so krass, weil. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wer alles da ist, weil ich keine Brille auf habe. Aber es sind meine wichtigsten Menschen um mich rum und das ist wirklich sehr, sehr, sehr krass und die haben mich verarscht, Mann. Warst du bei Universal Gott? Ich auch verarscht, weil du hast es bestimmt gewusst. Ich danke Universal, ich danke euch allen. Martin, ohne Scheiß, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Auch Martha, wo bist du? Da ist die Zuckermäuschen. Fakt ist trotzdem, Fakt ist, Peter, du bist einfach immer da. Egal wie ich durchdrehe oder irgendwas, du bist immer da. Bist du zufrieden mit dem Part? Ich bin sehr zufrieden und du kleine Halunke hast mitgemacht, du wusstest von allem. Ich hab alles von Peter gewusst.
Aber ich hoffe, du hattest Spaß. Ja. Vielen Dank, dass ich einen Tag dabei sein durfte. Schön, dass du da warst. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Ja, und jetzt sagst du in die Kamera, mein Album ist draußen. Schlechte Manieren. Ey, Freunde, wisst ihr was? Ey, wisst ihr, was heute rausgekommen ist, ja? Heute haben wir hier Release Day, ja? Release Day, Freunde, jetzt musst du dich drehen, mein Schatz. Jetzt musst du dich drehen. Und das Ganze heißt nämlich Mia Julia. Schlechte Manieren. Also macht immer das, was euch gut tut, worauf ihr Bock habt und bleibt euch selber treu. In diesem Sinne, Aaron, du lässt mich aber jetzt nicht wieder 10 Jahre warten, oder? Nein, nur 5. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt der jungen Dame auf Instagram. Und wenn ihr auf Malle seid und sie im Bierkönig auftritt, kann man mal hingehen. Wenn nicht, sehen wir uns im Megapark. Bis dann. Und wir sehen uns auf der Venus. Warum ist Finch besser als alle anderen aktuell? Weil er aus Ostdeutschland kommt. Aus Ostdeutschland. Ist der nicht ein bisschen speckig? Nee, das ist voll okay. Bei dir ist es auch voll okay. Danke. Ja. Hast du noch ein Argument aus Ostdeutschland? Ich liebe